gemacht. Nick wollte Made den Absprung. Laut Sky-Experte Florian Plattenberg soll der VfB Stuttgart nicht nur ein Auge auf Woltemade geworfen haben, sondern es sollen sogar schon fortgeschrittene Gespräche zwischen beiden Parteien stattgefunden haben. Seit Wochen versucht Werder, den Vertrag mit dem U21-Nationalspieler Deutschland zu verlängern, bislang ohne Erfolg. Nick Woltemade wäre am Ende der Saison ablösefrei und für Werder auf jeden Fall ein Verlust.